Leute, eine eurer häufigsten Fragen und auch eins der Themen, das mich selbst sehr lange beschäftigt hat, ist natürlich, wie viel und wie oft düngt man? Eigentlich erstaunlich, dass dieses Thema trotz der detaillierten Düngeanleitungen der Hersteller immer noch so große Unsicherheiten birgt. Ist man im Hobby drin, versteht man die Verwirrung aber. Nach inzwischen einigen eigenen Grows, sehr vielen Kommentaren, wieder mal ein fettes Dankeschön übrigens, Recherche und natürlich auch dem direkten Austausch mit manch begeistertem Gärtner, glaube ich, euch nun eine für den Anfang ziemlich gute pauschale Düngelösung geben zu können. Nämlich, schnell zusammengefasst, mit Biobis, also Erde und Dünger. Das ist aktuell insgesamt einfach mein Lieblingsanbieter, ohne irgendeine Art von Sponsoring. Mit dem habe ich meine Erfahrungen gemacht und verlinke ihn daher auch mit gutem Gewissen in der Videobeschreibung. Dann natürlich möglichst gut vorbereitetes Leitungswasser verwenden, checkt dazu am besten das Video von letzter Woche. Gießen bzw. düngen nach der altbekannten Ein-Drittel-Regel. Ich mache eher ein Viertel daraus. Das war das Video von vor 2 Wochen. Wir düngen einmal pro Woche, Rest wird nur bewässert. Und dann nicht 1:1 nach Schema, sondern nur so 70-80% der angegebenen Mengen. An dieser Stelle werden sich einige von euch wundern, habe ich mich auch, als im Grunde ihr mir das vorgeschlagen habt, aber die Mengen der Hersteller sind leider fast durchwegs zu hoch. Oder sind für wirklich maximal potente und gesunde Pflanzen mit CO2-Begasung und allem drum und dran und daher sehr hohem Nährstoffbedarf gedacht. Unsere pauschale Herangehensweise ergibt so gesehen sogar richtig gut Sinn. Unter krass idealen Bedingungen können unsere Lieblingspflanzen schon mal bis zu 2,5 oder gar 3 Gramm pro Watt Lichtleistung liefern. Dafür braucht es dann natürlich die entsprechenden Düngemengen. Unter Homegrow-Bedingungen freuen wir uns allerdings schon wahnsinnig über 1 bis 1,5 Gramm pro Watt Licht der Lampe. Viel mehr ist ohne hochtechnologische Klimasteuerung fast nicht drin, zumindest noch nicht. Also können wir die optimistischen Düngeangaben der Hersteller gut und gern halbieren, sogar fast dritteln. Bei Automatics startet man am besten mit noch weniger. Obendrein ist Überdüngung das viel schwerwiegendere Problem als Unterdüngung. Denn rein kriegt man Dünger bekannterweise stets leichter als raus. Es sei bitte auch gesagt, dass dies mein aktueller Kenntnis- und Beobachtungsstand ist, der sich natürlich ändern kann. Ich bin sehr offen für alle Erfahrungswerte und Ideen, die ihr generell zum Thema Düngen beizutragen habt. Also teilt bitte alles, was nur ansatzweise relevant sein könnte, unbedingt in den Kommentaren. So lernen wir alle am schnellsten. Nun gut, werden wir aber mal etwas konkreter und klären Fragen wie: Welche Erde genau? Welche von all den verschiedenen Düngern und Zusätzen genau? Wann überhaupt das erste Mal düngen? Inwiefern unterscheiden sich organischer und mineralischer Dünger? Worauf ist bei organischem Düngen bzw. Grown sonst noch zu achten? Und inwiefern und wann kann oder sollte man von der pauschalen Empfehlung dieses Videos abweichen? Zur Erde, da gebe ich aktuell der Lightmix den Vorzug gegenüber der Allmix, aus 3 Gründen. Man kann sie von Beginn an verwenden, also braucht nur einen Sack zu kaufen. Die Allmix scheint mir etwas heftig vorgedüngt, selbst 3 bis 4 Wochen alte Pflanzen schienen mir beim Umtopfen schon mal überfordert. Und, jetzt vielleicht nicht ganz so relevant, aber die Lightmix ist etwas günstiger. Welche Dünger genau? Starten kann man ohne Probleme erst einmal mit den 3 Düngern des Probiersets, also Grow, Bloom und Dopmax. Zu den Zusätzen teilen sich natürlich die Meinungen und Erfahrungen und logisch ist zu einem gewissen Grad Geldmacherei, Düngerhersteller sind keine gemeinnützigen Organisationen, was aber nicht heißt, dass man nichts für sein Geld kriegt. Die Unterschiede, ob man zum Beispiel ein hochpreisiges Biohaven nutzt oder nicht, sind vermutlich minimal. Aber wir reden hier auch von einer Pflanze, bei der wirklich jedes Prozent mehr an Leistung selbst die lächerlichsten Ausgaben beim Equipment oder Nährstoffen wunderbar rechtfertigt. So gesehen bin ich den Herstellern schon dankbar für die Optionen. Ich persönlich habe mir außerhalb des Tripacks noch den Root Juice und den Algamic geholt. Denn schnellere Wurzelentwicklung scheint mir schon ein Impact zu sein. Der Algamic soll dem Bodenleben bei nicht ständig konstant idealen Temperaturen helfen. Und wie ich schon öfters erwähnt habe, benutze ich aufgrund des überdimensionalen Stromverbrauchs keine Klimageräte. Also die Zusätze haben natürlich ihre Berechtigung, ich werde sie auch noch testen. Notwendig sind sie aber keinesfalls. Was welche der Dünger und Zusätze genau tun oder wo zum Beispiel der Unterschied zwischen BioGrow und Fischmix liegt, würde hier den Rahmen sprengen. Ich verlinke euch dazu aber die so ziemlich beste Erklärung in der Infobox. Ist leider auf Englisch, sagt mir aber bitte, falls ihr dazu gerne eine ausführliche deutsche Version hättet. Ist nämlich schon ganz interessant. Zur nächsten Frage, wann und mit welchen Düngern das erste Mal düngen? Das geht großteils tatsächlich wunderbar aus der Feedchart hervor. Die einzige häufigere Unsicherheit besteht ganz zu Beginn, nämlich wann man genau mit dem Düngen anfängt. Die Week 1 hier in der Feedchart beginnt nicht wirklich mit dem Einsetzen des Samens, sondern eher erst 7 bis 10 Tage danach. In der ersten Woche, also von Tag 0 nach der Aussaat, sorgt man erstmal nur dafür, dass die Erde ein stabiles Feuchtigkeitsniveau hat, sodass der Samen aufgehen kann. Und danach steigt man hier in die Feedchart ein.
In der tatsächlichen Woche 2 seit der Aussaat gibt es also nur mal Root Juice. Und das erste Mal Grow oder Fischmix gibt es in der tatsächlichen dritten Woche. Also grob gesagt, in der Wachstumszeit einfach alle so mindestens eine Woche verschoben. Eher so 10 Tage. Sollten die Pflanzen etwas länger wachsen, bleibt man in der Wachstumsphase erstmal weiterhin bei den gleichen Mengen. Erst wenn sie viel länger wachsen sollen, zum Beispiel beim Scroggen, erhöht man Grow oder Fischmix ein wenig. Mit dem Umstieg auf 12-12, also auf die Blüte, folgt man einfach der Feedchart. Jeweils um unsere pauschale Formel adaptiert natürlich, also 70-80% des Düngers und nur einmal pro Woche düngen. Nächstes Thema, worin unterscheiden sich organische von mineralischen Düngern und warum sei Anfängern eher organisch empfohlen? Grob gesagt, mineralische Dünger werden von den Wurzeln direkt aufgenommen. Man verwendet sie für im Prinzip tote Substrate, wie Steinwolle, Kokos, Tonkügelchen, mineralische Erde. Organische Dünger füttern nicht direkt die Wurzeln, sondern das Bodenleben in der organischen Erde, das dann erst die Wurzeln versorgt. Das erhöht schließlich die Toleranz bei der Genauigkeit von pH-Wert, EC-Wert und reduziert selbst die Gefahr einer Überdüngung. Also vom Handling her ideal für Anfänger. Ich persönlich schätze auch sehr den biologischen Charakter des Endprodukts. Der Geschmack ist dann angeblich schon ein anderer, besserer. Worauf ist beim organischen Grown ansonsten zu achten? Organische Dünger wirken aufgrund des Bodenlebens nicht sofort, sondern erst mindestens eine Woche verzögert. Also es ist schwerer organisch zu überdüngen und die Pflanzen reagieren auch bei weitem nicht so stark wie bei mineralischen. Sollte es aber passieren, ist die Situation auch schwerer wieder zu beheben. Instrumente wären natürlich Spülen oder auch die Anwendung von Algamic. Aber dazu vielleicht nächste Woche mehr. Angesetzter organischer Dünger ist nicht stabil und sollte nach 24 Stunden verbraucht werden. Geöffnete Flaschen sollten kühl und dunkel lagern und nicht unbedingt länger als ein Jahr nach Öffnen verwendet werden. Organische Erde sollte vor Verwendung für gut 36 Stunden mit Wasser angesetzt werden, damit das Bodenleben erwacht. Die richtige Temperatur der Erde, also die Temperatur generell im Grow-Bereich, ist wegen dem Bodenleben in der Erde etwas wichtiger. Also die Mikroorganismen mögen Kälte nicht unbedingt. Das klassische Spülen, also Durchspülen, 1-2 Wochen vor der Ernte, ist laut Biobiz nicht notwendig. Es reicht, wenn man rein auf Bewässerung umsteigt. Zu unserer pauschalen Anleitung sei auch gesagt, dass sie eine ziemlich gute und sichere Empfehlung ist für die durchschnittlich gesunde Pflanze und die durchschnittliche Sorte. Wenn jetzt eine Pflanze zum Beispiel unter viel zu schwachem Licht steht oder outdoor und es ist ständig bewölkt, wird einmal die Woche düngen mit 70-80% der Konzentration, 1/4-1/3 der Topfgröße, immer noch funktionieren. Aber es ist dann vermutlich schon etwas viel. Sind die Bedingungen nahezu ideal und die Sorte richtig potent, wird die Pauschalierung ebenfalls funktionieren. Man kann das Ergebnis mit etwas mehr Dünger aber sicherlich noch steigern. Ein kleiner Unterschied besteht natürlich auch noch zwischen Stofftöpfen und Plastik- oder Tontöpfen. Stofftöpfe nimmt man bekanntlich ja höchstens halb so groß für die gleiche Pflanze. Da würde ich sagen, verwendet ihr grenzwertig große Stofftöpfe oder grenzwertig kleine andere, was man ja meist tut, passt die Pauschale ziemlich perfekt. Kleine bis mittlere Stofftöpfe vertragen natürlich etwas mehr Dünger, also Konzentration erhöhen oder zweimal statt einmal die Woche düngen. In mittleren bis großen Plastik- oder Tontöpfen kann man die Konzentration und oder Häufigkeit des Düngens nochmal reduzieren. Also davon ausgehend, dass man jeweils mit 1/3 bzw. 1/4 des Topfvolumens düngt. Nun, was sonst noch? Ich höre euch schon in die Kommentare tippen. Und was ist mit biologischem Trockendünger? Der ist viel praktischer, leichter vom Gewicht her, besser zu lagern, riecht weniger streng, man mischt Wuchs- und Blütedünger je einmal unter und fertig. Ja, Leute, da kann ich aufgrund von allem, was ich so höre, nur zustimmen. Ich habe im Moment nur leider weder Erfahrungswerte damit, noch jemanden, der seine detailliert mit mir teilt. Das Einzige, was mein unerfahrenes Grower-Hirn am Konzept des Trockendüngers aktuell etwas stört, ist, dass unsere Lieblingspflanzen ja innerhalb ihres Lebenszyklus stark gesteigerte Nährstoffbedürfnisse entwickeln. Wenn der Trockendünger dem nachkommt und tatsächlich entsprechend freisetzt, genial. Ich kann es mir nur nicht ganz vorstellen. Aber wie gesagt, ich lasse mich liebend gern belehren. Man lernt nie aus. Also Leute, bitte unbedingt jeden möglichen Senf in die Kommentare. Da freue ich mich diesmal wirklich drauf. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Habt noch einen schönen August. Bis dann.